wird spannend. Der erste Elferschütze steht bereits. Elfer verwandelt. Alles ist bereit für dieses Duell. Gehalten. Wahnsinn, was für eine Parade. Der Ball geht nicht rein, der Keeper hält. Und das hat er richtig stark gemacht. Und er ist nicht drin. Boah, da reagiert er super und kann den Ball abwehren. Oh nee, nix wird's. Er setzt den Ball an die Latte. Und er hält. Da hat er geahnt, wo der Ball hingeht. Super gemacht. Und nicht drin. Der Elfer geht an den Pfosten. Er macht sich bereit. Was für ein Reflex. Gar nicht mal schlecht geschossen, aber einfach nur sensationell gehalten. Jetzt brauchst du starke Nerven. Wenn er den Ball reinmacht, dann haben sie das Spiel gewonnen. Nicht drin. Der Ball an die Latte und raus. Das war Pech. Jetzt also lastet die komplette Verantwortung auf seinen Schultern. Mal sehen, ob er der... Gehalten mit einer tollen Reaktion. Das ist die Entscheidung. Und das ist natürlich bitter für den Schützen. Er hat den Mut gehabt, scheitert aber an einem überragenden Keeper. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie blitzschnell diese Keeper reagieren können und selbst richtig gut geschossene Elfmeter noch parieren. Hat der Keeper den Schützen ausgeguckt und klasse reagiert.